Zum Himmelsschloss und mussten dann die gefährlichen Lavaflüsse überqueren. Und als wir oben ankamen, erkannten wir, dass wir einfach auf dem Dach hätten landen können. Und was ich dir unbedingt über Ragana erzählen muss, wusstest du, dass sie eine Feuerelfe war? Warte, das bedeutet, dass Ragana auch ihre Zauberkraft verloren hat. Genau wie Azari. Nein, warte, sie hat nie gelernt, Feuerzauber anzuwenden. Du kannst nichts verlieren, was du nie hattest, oder? Oh, armer alter Feuerlöwe. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wir müssen ihn retten. Wir sollten das sofort machen. Nein, wir sollten erst die anderen holen. Pass auf! Hey, jede Bruchlandung, die man lebend übersteht, ist doch eine gute, oder? Meine allerliebste kleine Windelfe. Ich weiß deine Lebenslust zu schätzen, das tue ich wirklich. Und du bist eine sehr gute Pilotin, oh, aber... Oh ja, als wir so wusch unter der Maut. Aber ich bekomme Kopfschmerzen von deinem Geplapper. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du ständig redest. Oh, was ist das? Der Zyklonbogen. In ihm wohnt eine unvorstellbare Macht. Wenn du helfen möchtest, dann musst du dich konzentrieren. Du musst lernen, den Bogen zu bedienen und gleichzeitig zu fliegen. Wie abgefahren. Wir fangen nochmal an. Und diesmal versuchst du, deinen Geist ruhig zu halten. Oh, genau, genau. Ich halte meinen Geist ruhig, genau. Und deinen Mund. Ah, Windelfe. Es tut mir leid, aber das wird nicht funktionieren. Oh, ich kann mich doch nicht gleichzeitig aufs Zielen und auch noch aufs Nichtsprechen konzentrieren. Lass es mich nochmal probieren, bitte. Ach, na gut. Wir probieren es noch einmal. Okay, konzentrier dich, Ira. Konzentrier dich. Ruhiger Geist, mach dich leer. Ja! Oh, konzentrier dich noch mehr. Ich bin der Bogen. Der Bogen ist ich. Vielleicht bin ich auch der Pfeil. Pass auf, da vorne! Tja, jeder hat wohl seine eigene Art, sich zu fokussieren. Behalte ihn, Windelfe. Du hast ihn verdient. Ich bin so glücklich, dass ich vor Freude singen möchte. Darf ich bitte? Bitte, bloß nicht. Ah.